Hallo und herzlich willkommen hier bei Tontechnik für Anfänger bzw. einem Review, das zusammenproduziert wurde mit apt-get-update.de. Das ist apt-get-und-update.de. Wir schauen uns wieder mal eine App an, die es für Mac und iPhone gibt. Die nennt sich DJ. Eine preisgekrönte App sozusagen. Ich bin ganz positiv angetan von der App irgendwie, also sowohl auf iOS als auch auf Mac. Deswegen will ich euch nicht weiter abhalten vom eigentlichen Review. Es gibt zum geschriebenen Review, nicht nur ein Video-Review, sondern auch ein geschriebenes Review, eben auf apt-get-update.de. Und es gibt sogar noch was zu gewinnen, nämlich eine kostenlose Lizenz für DJ, für den Macintosh. Also schaut euch dieses Review bitte an. Und um eben am Gewinnspiel teilzunehmen, geht einfach auf apt-get-update.de. Viel Spaß beim Screencast. Tschüss. So, ich habe mir hier jetzt im ersten Teil dieses kleinen Reviews gedacht. Wir fangen einfach mal mit der Mac-Anwendung an. Und hier habe ich mir einen Künstler ausgesucht, den ich hier mal zeigen möchte. Das sieht man hier auch, wenn die MP3 sozusagen geladen werden. Hier nochmal eine kleine Animation. Hier unten dran sehen wir gleich Q-Points. Hier sieht man roten, grünen und blauen. Da kann man ganz schnell hinfahren und die werden auch gespeichert von DJ. Und wenn man da hinklickt, ja, sozusagen springt man da an den Punkt ganz schnell eben wieder hin. So, wie wird jetzt tatsächlich eigentlich aufgelegt? Das will ich eben jetzt hier in diesem Abschnitt zeigen. Naja, grundsätzlich mal muss man eben schauen, dass man die Geschwindigkeit von dem Lied und dem Lied irgendwie synchronisiert, also gleich macht. Dank der Software DJ kann man hier jetzt einfach oben auf diesen Knopf hier drücken. Und wenn man den drückt, dann fangen beide Platten an zu spielen. Deswegen drücke ich den erstmal und mache dann gleich wieder aus. So, hier sieht man jetzt 132 BPM und hier sind 132 BPM. Das Tempo ist also gleich. Gehe wieder zurück mit den Cue-Points hier. Wie funktioniert jetzt das eigentlich, das Auflegen? Wenn die Platte hier spielt, das Lied wird wahrscheinlich irgendwann mal aus sein, muss man sozusagen im richtigen Augenblick, das kriegt man mit der Zeit auch raus, hier bei dem Plattenspieler einfach nur das Abspielen starten und dann im Prinzip diese zwei Buttons hier benutzen, womit man quasi sozusagen die Platte kurzzeitig mal anschiebt bzw. abbremst, sozusagen, dass man hier den Beat und den Beat gleich bringt. Und im Prinzip mache ich das jetzt einfach mal. So, für so eine Demo muss es ja nicht so unbedingt schön sein, aber man hat es gehört, wie es funktioniert. Im Prinzip, wie gesagt, Play drücken, plus, minus, was auch funktioniert. Nur so als kleiner Tipp, wenn man eben mit einem externen Gerät arbeitet, wo man eben vorhört zum Beispiel, könnte man hier Play drücken und sozusagen immer wieder hier zurückkommen zum einigen Gespielten. Das mache ich kurz mal noch vor. Man hat es auch gehört, dass die zwei Beats eben jetzt auch wieder synchron gelaufen sind. Ja, und so funktioniert im Prinzip Auflegen. So, ich habe hier jetzt mein Setup ein bisschen verändert. Ich habe hier eine neue Platte geladen. Ein ziemlich catchiger Tune irgendwie. Victor Cepeda heißt der. Das Lied heißt einfach Minecraft. Die Links zu den Liedern werden natürlich dann im geschriebenen Review auch mit benannt werden. Den habe ich jetzt genommen, weil der eben sehr schön, eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied ist eben. Und wir schauen uns im Prinzip jetzt mal kurz die Bedienung an. Hier oben im Menü sieht man Table 1 und Table 2. Wo hier zum Beispiel Play 0 ist, ist hier Play Pause 1. Das heißt also, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ich zeige vielleicht auch mal hier die Keyboard Shortcuts, dann kann man sich das besser vorstellen.
Hier die Keyboard Shortcuts vom Table 1 sind sozusagen eher auf der linken Seite der Tastatur und die vom Table 2 sind auf der rechten Seite sozusagen. Hier oben, diese Shortcuts finde ich zum Auflegen auch immer sehr, sehr nützlich. Sieht man zum Beispiel hier Transition to Left und Transition to Right. Und damit kann man eben zum Beispiel hier sehr, sehr schön eben den Mixer eben steuern. Des Weiteren fand ich hier diese Multi-Touch Trackpad Control Gesten sehr, sehr nützlich. Und dann hören wir hier mal kurz in den Song rein. Ich habe jetzt hier mit dem Shortcut 1 die Platte ausgemacht. Diese Multitouch-Trackpad-Gesten. Wenn man hier auf der Platte ist und mit zwei Fingern nach oben oder unten fährt, kann man hier anfangen zu scratchen. Ich muss sagen, das funktioniert ziemlich gut und damit kann man auch sehr, sehr gut einen Punkt finden, den man eben sich als Cue-Punkt setzen möchte. Und jetzt ganz witzig, man kann sozusagen hier ein bisschen scratchen auch, so ein bisschen imitieren sozusagen, indem man einfach mal die Shift-Taste gedrückt hat. Das macht ziemlich viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Des Weiteren kann man mit zwei Fingern links und rechts, seht ihr hier, diesen Crossfader steuern. Ich mache mal kurz die Keyboard-Shortcuts weg. Das ist ziemlich nützlich zu wissen vor allem, weil ich zum Beispiel hier mit der Maus sein kann, am ganz rechtesten Ende sozusagen von der Applikation und dann merke, oh, die Platte hier läuft ja geradeaus, lass mich mal schnell die Platte einwerfen hier. Und dann kann ich einfach mit dem Fader sozusagen einfach rüber. Was ich jetzt auch schon vorhin mal gemacht habe, hier zum Beispiel so einen EQ bewegt und den wieder zurückgesetzt, das kann man einfach machen, indem man Control gedrückt halt und einfach einmal den Regler sozusagen anklickt. Was ich auch gemacht habe, das finde ich auch ziemlich schick, wenn man hier einfach einmal mit der Maus in so einen EQ oder hier bei so einem Fader einfach hinklickt, dann springt er sofort dorthin. Was aber passiert, wenn man sozusagen gedrückt hält, ist folgendes. Ja, das sieht man hier sozusagen, der Regler hier kriecht sozusagen relativ langsam hoch bzw. runter. Das kann man eben einsetzen für irgendwelche EQ-Verläufe. Hier unten findet sich dann noch die Balance, also links und rechts eben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht ziemlich viel Spaß hier mit diesem DJ aufzulegen, vor allem weil es eben relativ leicht zu bedienen ist auch. Es ist auch ein kleiner Sampler mit dabei, wo man hier zum Beispiel eben standardmäßig hier so eine Snare findet. Aber da kann man auch was anderes reinlegen. Oder einfach irgendwie von Mikrofon oder direkt von den Turntables sozusagen aufnehmen in diese Zellen. Abspielen kann man die dann auch eben wieder per Shortcut. Es gibt hier jetzt auch Effekte, die man mit einbinden kann. Kann sozusagen das Effekt-Preset hier umschalten, Länge vom Echo hier und hier eben wie weit gepitcht werden soll hier. Also erstmal hat drei Effekte, Pitch, Echo und Reverb. Man kann Skippings machen, also wie viel Beats sozusagen einfach übersprungen werden sollen, wenn man hier drauf drückt. Sieht man auch, wie sich hier oben die Platte bewegt. Transition kann man machen, Auto-Transition sozusagen. Lustig. Eben automatisch mixen lassen, kann man die Länge eingeben und so weiter. Cue-Points hatten wir bereits und eben auch Loops werden mit unterstützt. Das finde ich auch sehr, sehr schick. Zum Beispiel, wenn man eben von Track A nach Track B überfadet sozusagen und man hat irgendwie die Zeit übersehen und überschätzt irgendwie, dann kann man einfach den Track, der sozusagen jetzt ausgefadet werden soll, in einen 4-Beat-Loop verwandeln und einfach weiterspielen lassen und man kann sozusagen sich für den Übergang so lange Zeit lassen, wie man eben möchte. Dafür benutzen es zumindest die meisten Leute. Kann natürlich auch kreativ eingesetzt werden, das ist aber dann schon wieder sozusagen komplizierter. Sehr cool ist, finde ich, auch hier den Automix. Hier kann man sozusagen, wenn man überhaupt nicht auflegen möchte, ja, wenn man zum Beispiel auf so einer Party ist zum Beispiel, und das ist, finde ich, auch irgendwie ist der Appeal hier von DJ, dass es eben auch für einfach so eine Party für jedermann sozusagen geeignet ist. Hier kann man einfach Songs reindragen sozusagen
und kann dann hier oben auf Automix klicken und dann werden diese Songs automatisch aneinander gereiht sozusagen abgespielt. Noch ein paar weitere Funktionen hier, die ich sehr cool fand. Man kann per externer MIDI-Controller die App fernsteuern, zum Beispiel auch mit der DJ Remote App, die es separat im App Store gibt. Man kann hier die komplette iTunes Library aufs Tempo analysieren lassen. So braucht man das eben nicht immer für jeden einzelnen Song machen. Wenn man ihn hier eben reinzieht, das sieht man hier, wird kurz die Analyse sozusagen ausgeführt. Jetzt noch kurz zu den Preferences. Da fand ich gut vor allem zwei Settings, nämlich hier Protect Active Turntable. Der macht, dass der gerade spielende Turntable sozusagen, der auch durch den Hauptausgang geht, sozusagen nicht neue Songs einfach laden kann. Da kann man sozusagen nicht einfach mal eine andere Platte drauf machen. Des Weiteren noch hier noch sinnvoll, eben das Einstellung der Crossfader-Kurve zum Beispiel. So, jetzt sind wir hier also schon auf dem iPad angelangt. Hier muss ich jetzt einen kleinen Disclaimer sozusagen voranschicken. Ich habe vorhin beim Testen gemerkt, die App ruckelt hier ein bisschen, wenn ich eben hier die Aufzeichnung von meinem iPad-Bildschirm mit anhabe. Das Ruckeln kommt nur von der Aufnahme, also dass im Hintergrund eben eine App läuft, die eben den Bildschirm aufnimmt, nicht von DJ selbst. Die App läuft flüssig und tadellos auf iPad und iPhone. Zunächst mal fällt hier auf, es ist natürlich keine Mac-Anwendung, aber ziemlich viele Funktionen sind hier in die iPad-Version hineingeflossen. Wenn man hier zum Beispiel mal draufklickt, sieht man hat Zugriff auf Cue Points, wieder diese Loop-Punkte, Manual Loop und diese Bounce Loops sind ganz witzig und EQ. Was man nicht hat, sind die Effekte. Was die iPad-App jetzt aber hat, was die Mac-Version noch nicht hat, und ich bin mir relativ sicher, das Algorithm daran arbeitet, ist oben die Wellenformdarstellung. Und was grundsätzlich mal anders ist, auch bei der iPad-Version, man hat einen viel direkteren Kontakt zum Lied. Wenn man hier zum Beispiel auf der Platte, da zoomt dann auch oben die Wellenform ein. Viel direkter sozusagen, viel direkter eben mit dem iPad sozusagen arbeite, weil ich direkt das Lied sozusagen anfassen kann mit meinem Finger. Des Weiteren sind noch Funktionen eben wie hier zum Beispiel dieser Automix mit natürlich mit dabei oder eben solche Autoübergänge. Was man auch machen kann, logischerweise man kann neue Songs laden, wie die Lieder, die in der iPod-App zu finden sind, werden hier dann auch aufgelistet mit Playlists und allem drum und dran, wie man das eben gewöhnt ist. Und hier lade ich jetzt einmal irgendwas. Sieht, die App ladet jetzt das MP3 und oben rechts läuft hier jetzt wieder die Analyse über diesen Track drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mit dem iPad auflegen, weil man es quasi in der Hand hat und eigentlich auch auf dem Schoß sozusagen hat. Ich bin neulich auch auf der Couch gesessen und einfach mal 3 Stunden oder so vor mich hin aufgelegt, mich an die Anschlage angeschlossen und es hat schon fast was Meditatives irgendwie mit dem iPad in der Hand. Settings sind natürlich auch dabei, also wie man oben schon sieht, man kann wieder die Aufnahme machen. Hier ist jetzt interessant, dieses Split-Queuing hier splittet sozusagen den linken Ausgang vom rechten Ausgang, sodass quasi die linke Platte auf der linken Seite sozusagen rauskommt und die rechte Platte auf der rechten Seite. Damit hat man im Prinzip nur noch 2 Mono-Ausgänge, aber man hat immerhin erreicht, dass man quasi vom iPad-Ausgang sozusagen sowohl die eine Platte als auch die andere Platte sozusagen getrennt auf ein externes Setup bringen kann. Das ist irgendwie eine ziemlich gute Idee. Ansonsten, wie gesagt, muss die iPad-Version der Mac-Version in nichts nachstehen und ist durchaus eine Kaufempfehlung.